Zugeschaltet ist uns jetzt Matthias Platzeck, hier nicht als ehemaliger Ministerpräsident Brandenburgs, sondern in seiner Rolle als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, das sich für die Pflege der deutsch-russischen Beziehungen engagiert und in dem neben Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Kultur auch die deutsche Wirtschaft stark vertreten ist. Guten Abend, Herr Platzeck. Guten Abend, Frau Slomka. In einem Radiogespräch heute früh sagten Sie, man hätte die Ängste Russlands ernster nehmen müssen. Liegen diejenigen also falsch, die in der aktuellen russischen Politik nunmehr vor allem Macht- und Restaurationsansprüche sehen? Frau Slomka, ich habe Respekt vor der Arbeit und auch vor der Meinung der deutschen Bundeskanzlerin, aber ich habe eine andere Sicht auf die Dinge. Ja, ich bin sehr wohl der Meinung, wenn wir aus dieser schwierigen Situation, die schon langsam an den Rand der Irreparabilität heranreicht, herauskommen wollen, müssen wir uns der Mühe unterziehen, kritisch, auch selbstkritisch zu analysieren, wie konnte es überhaupt zu einer solchen Situation kommen. Das Ganze hat eine Vorgeschichte, die geht über einige Jahre. Und ich sag mal, ich fasse das mal mit, versuch's mal mit einem Satz zusammenzufassen. Anders als manchmal von anderen dargestellt, glaube ich, vermisst die russische Seite einfach Respekt und Ansprache auf Augenhöhe. Wenn die Russen gesagt haben und zum Ausdruck gebracht haben, dass sie Einkreisungen befürchten durch die NATO, durch den Westen, dass das Ängste hervorruft, haben wir geantwortet, ihr braucht keine Angst haben, wir sind ein Verteidigungsbündnis. So kann man aber mit Ängsten und mit einem Sicherheitsbedürfnis nicht umgehen. Kluge Politik hätte diese Ängste aufnehmen müssen und in die eigenen Konzeptionen mit einbeziehen. Die Amerikaner haben stattdessen geantwortet mit dem Raketenabwehrschirm, der bei den Russen weitere Ängste ausgelöst hat. Und da liegen unter anderem Ursachen auch für die jetzige Situation. Nun haben ja nicht nur Russland oder die Russen womöglich Ängste, sondern auch andere Länder. Also Sie weisen ja auf die Geschichte auch in den 90er Jahren hin. Was ist mit den Ängsten, die zum Beispiel die Polen oder die baltischen Staaten vor dem großen Russland haben? Hatten die nicht auch ein Recht darauf, dass man ihre Ängste auch genauso ernst nimmt? Völlig. Ich glaube, woran die russische Seite sich auch gewöhnen muss, ist, dass die osteuropäischen Länder keine Objekte mehr sind, die es ja früher bei den Verhandlungen im Kalten Krieg gewesen ist, sondern dass es Subjekte geworden sind und wir sie als solche auch annehmen und ernst nehmen und das wird auch so bleiben. Aber, Frau Slomka, ich bleibe dabei. Nehmen Sie nochmal, um es ganz praktisch zu machen. Als die Ukraine, was völlig ihr Recht ist, mit den Assoziierungsverhandlungen mit Brüssel begonnen hat, um ein Abkommen zu schließen, hat die russische Seite Bedenken angemeldet, Fragen gestellt, die allesamt damals von Herrn Barroso und seiner Crew vom Tisch gewischt worden. Drei Jahre später, kurz bevor das Handelsabkommen in Gang gesetzt werden sollte, sagt derselbe Herr Barroso, oh, die Bedenken sind ja ernst zu nehmen und setzt das Handelsabkommen noch mal aus, zumindest wesentliche Bestimmungen. Damit würde man aber auch sagen, die Ukraine hat gar nicht das Recht, selbst zu entscheiden. Nein. Man muss erst mal Moskau fragen, ob das denn Moskau auch recht ist. Frau Slomka, nein. Dezidiert nein. Aber warum ist das, was drei Jahre später möglich war, nämlich sich noch mal genau anzugucken, dass zum Beispiel 60% der ukrainischen Produkte nach Russland geht und man deshalb natürlich auch mit den Russen reden muss. Warum hat man das dann gemacht und nicht am Anfang gemacht? Das hätte uns eine Menge Ärger und Sorgen, vielleicht sehr, sehr viel sogar, ersparen können. Und das sind so die Dinge, die ich meine, wo wir auch mal sagen müssen, vielleicht haben wir auch nicht alles richtig gemacht. In einem Konflikt macht man den nächsten Fehler, wenn man sagt, das Böse hat eine Adresse und nur dort und das Gute hat eine Adresse und nur dort. So ist die Welt nicht, so ist Leben nicht. Nun hat es ja vielfältige Gespräche, also auch gerade auf Seiten der Kanzlerin mit Putin gegeben. Nun haben wir einen Konflikt mit bereits über 1000 Toten. Halten Sie es trotzdem jetzt konkret für falsch, dass man Sanktionen gegen Russland aufrechterhält? Würden Sie vorschlagen, dass man das lässt? Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Ausrufung der dritten Stufe der Sanktionen, Sie erinnern sich, dass das ein grober Fehler war. Zwei Tage vorher hat es in Minsk Waffenstillstandsverhandlungen und ein dementsprechendes Abkommen gegeben, was die Separatistenführer auch auf Druck aus Russland mit Sicherheit unterzeichnet haben. Zwei Tage danach, keine 48 Stunden, löst man, nachdem dieser Fortschritt erreicht war, löst man von seitens der EU und der USA die dritte Stufe der Sanktionen aus, vor allen Dingen EU in dem Fall war das. Da frage ich mich, was ist dahinter für eine Strategie, was wollte man damit erreichen? Also das ist mindestens, wie gesagt, ein grober Fehler und das gehört auch zur selbstkritischen Analyse dann dazu. Sagt Matthias Platzeck. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch.